Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Chicken Barbecue Pizza zeigen und den Teig, den machen wir heute mal ohne Hefe, sondern nur mit Mehl, Joghurt und ein bisschen Backpulver. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten liegen bereit für unsere leckere Chicken Barbecue Pizza und zwar ganz ohne Hefe heute. Hier habt ihr auf der rechten Seite die Bestandteile, die wir für den Teig brauchen. Und das ist wirklich übersichtlich und sieht sehr wenig aus. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt klappt. Wir haben hier Mehl und Joghurt und ein bisschen Backpulver hier. So ein gestrichener Teelöffel war das. Und das wollen wir gleich zu einem Teig verarbeiten. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite hier seht ihr das, was wir für den Belag brauchen. Für den Belag brauchen wir Käse. Ich habe hier einen Emmentaler genommen. Ihr könnt auch einen Cheddar nehmen. Mozzarella und dann habe ich hier Hühnchenteile schon fertig gebraten, dass ihr die nicht selber machen müsst. Die kann ich heute überall kaufen. Ne? Das sind so fertige Hühnchenbrustteile, die schon gebraten sind. Bei uns gibt es die hier überall im Supermarkt. Die gibt es auch sonst abgepackt, aber beim Fleischer finde ich direkt sind die dann doch etwas schöner. Dann brauchen wir zwei rote Zwiebeln, die zum Barbecue-Style gut passen. Das ist hier also der Belag. Und auf der linken Seite seht ihr, haben wir schon ein paar Zutaten, die wir für die Soße brauchen. Und zwar habe ich einmal eine fertige Barbecue-Soße. Ihr könnt jede Barbecue-Soße nehmen, die ihr mögt. Wenn es geht, etwas rauchig, vielleicht auch schon etwas schärfer. Eure Wahl, eine Salsa-Soße, die relativ mild ist. Und an Gewürzen haben wir hier Kumin, ich habe hier Salz, wir haben da ein bisschen Cayennepfeffer, wir haben Olivenöl, wir haben Chiliflocken, wir haben Knoblauchgranulat, ein bisschen Honig und hier nochmal ein bisschen Balsamico für die Säure. Das ist nicht so ganz wenig. Wer keine Lust hat, diese ganzen Gewürze alle zusammenzustellen oder sie vielleicht auch gar nicht im Haus hat, der kann auch auf so eine fertige Gewürzmischung zurückgreifen, Taco Mix. Oder was es für andere mexikanische fertige Richtungen schon gibt. Das passt ganz gut zu Barbecue, zum Barbecue-Style. Wer also hier zu faul ist oder sagt, will ich nicht, habe ich nicht, mache ich nicht, der kann auch gut sich damit aushelfen. Ja, haben wir auch schon alles angesprochen, was an Zutaten hier für die Chicken Barbecue Pizza ohne Hefe benötigt wird. Und dann fange ich mal an mit den wenigen Vorbereitungen. Vorbereitung abgeschlossen. Ja, um mir gleich für den Teig so ein bisschen Platz zu verschaffen, rühre ich mal zunächst mal alle Zutaten für die Soße. Die Soße ist sehr lecker. Dann geht es weiter mit dem Teig. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich gebe mal hier zunächst das Backpulver ins Mehl und mische das hier so ein bisschen. So. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und ihr seht, der Teig ist fertig. Es ist nicht viel, aber ich wollte auch extra nur eine mittelgroße Pizza jetzt machen, um zu gucken, ob das funktioniert. Und das geht ganz gut. Ja, jetzt lassen wir noch so ein bisschen sich beruhigen und dann geht's ans Ausrollen. Ja, da wollen wir mal anfangen, den Teig auszurollen. Ihr seht, ich habe ihn hier noch in der Folie. Er ist ein bisschen, ist ein bisschen aufgegangen, aber nicht viel. Natürlich nicht so viel wie ein Hefeteig, aber dafür ist er auch sofort arbeitsbereit. Dann wollen wir mal gucken, ob dieser Joghurt Mehlteig, den ich auch noch nie probiert habe, wirklich funktioniert. Ja,
Ihr seht, durch den Teig kann man jetzt fast durchgucken, ne? 80 Gramm Mehl und 80 Gramm Joghurt. Sensationell. Auf geht's. Ich fange an hier mit der Soße. Zwar erstmal nur die Hälfte. Dann die andere Hälfte mache ich nachher noch da drüber über das Geflügel so ein bisschen. Und ich will nicht, dass meine Pizza matschig wird oder ersäuft, deswegen lieber ein bisschen weniger von der Soße im Zweifel. Die ist auch sehr dickflüssig, das ist gut. Und damit sie nicht matschig wird. So. Das reicht auch schon. Mehr wollen wir gar nicht. So, jetzt kommt unser Käse drauf. Und auch hier will ich nicht, dass die Pizza im Käse ersäuft. Aber doch, 50 Gramm reichen dann doch. Mehr wollen wir auch gar nicht. So. Jetzt kommt das Fleisch. Man hätte es auch anders machen können. Ihr hättet das Fleisch auch in die Soße geben können. Und die Zwiebeln. Die Zwiebeln zerpflücke ich jetzt so ein bisschen. Und die sollten wirklich dünn sein, denn die sollen jetzt natürlich durchschmoren, während sie im Ofen sind. So, das sieht doch schon mal lecker aus, oder? Jetzt haben wir hier schon mal die Zwiebeln drauf. Jetzt können wir auch noch ein bisschen, ach komm her, Käse hier auch noch verwerten, dann haben wir den auch weg. Den Mozzarella gebe ich jetzt hier nochmal drüber für alle Pizza-Fetischisten. Tut mir leid, ja, der Käse kommt vorher drunter, ich weiß das. So, und jetzt können wir auch die restliche Barbecue-Soße hier verteilen, die ich jetzt hier noch so ein bisschen drüber träufel, damit die sich hier ein bisschen verteilt hier oben drauf. Schon ordentlich belegt. Wenn ihr es nicht so dick mögt, nehmt ihr überall die Hälfte. Ich schreibe es nochmal ins Rezept rein. Aber ihr seht, wir haben dann auch unsere Barbecue-Soße tatsächlich verbraucht. Das sieht sehr lecker aus. Sie riecht wunderbar. Gucken wir mal hier, wie der Boden geworden ist. Ja. Kann man das sehen? Kann man das so sehen? Oh, ich glaube, das sieht man hier, ne? Ja. Der Boden ist tatsächlich, ihr hört es, nicht klitschig, gar nichts. Sensationell. Ich bin begeistert. Ich zeige es euch hier nochmal. Man sieht also hier, der Boden ist nicht klitschig. Alles prima. Oh, nun wollen wir sie natürlich mal probieren. Sensationell. Super. Barbecue-Geschmack. Das Hühnchen, süß, scharf. Absoluter Barbecue-Style. Sensationell. Also im Vergleich zum letzten Mal beim Lieferservice. Da muss ich aber sagen, das sieht die hier besser. Deutlich besser. Und der Teig ist eine Sensation, oder? Bisschen Mehl, bisschen Joghurt, bisschen Backpulver. Das ist alles. Hat man fast immer im Haus. Geht super schnell, muss nicht gehen. Gar nichts. Wow. Hat geklappt. Meine Chicken Barbecue Pizza mit Joghurt, Mehlteig mit ein bisschen Backpulver. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.